Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, in dem ich euch mitnehme an einem freien Tag hier in Essen, den ich mir so weihnachtlich wie möglich gemacht habe. Denn ich muss schon sagen, die Adventszeit so ganz alleine zu verbringen, ist schon irgendwie ungewohnt. Normalerweise gehört es für mich unbedingt dazu, Plätzchen zu backen. Aber da ich hier in Essen keinerlei Ofen habe, habe ich mich entschieden, diesmal etwas anderes zu machen. Und zwar habe ich mir das erste Mal in meinem Leben endlich ein Pfefferminzöl gekauft, das man tatsächlich auch einnehmen kann, und meine eigene Pfefferminzschokolade gemacht. Alle, die mich kennen, wissen, dass Pfefferminzschokolade eine meiner absoluten Lieblingsschokoladen ist. Und ich finde, mit diesem Öl kann man das so einfach nachmachen und es schmeckt ganz genauso gut und ist wesentlich preiswerter, als zum Beispiel ein komplettes Set After Eight zu kaufen. Während meine Pfefferminzschokolade im Kühlschrank auskühlt, begebe ich mich auf einen kleinen Spaziergang durch meine Nachbarschaft. Ich bin hier in einem Bereich in Essen, der relativ ruhig und relativ schick ist. Es gibt ein paar sehr hübsche Häuser hier um die Ecke, wirklich schöne Nachbarschaften und auch einen kleinen Park. Und da kann man so ein kleines bisschen Ruhe vom sonst doch sehr trubeligen Essener Stadtleben bekommen. Mein Freund war gestern noch hier zu Besuch und wir haben eigentlich gar nicht so viel gemacht. Wir wollten eigentlich auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber dann hat es leider geregnet und dann haben wir uns dazu entschieden, einfach zu Hause zu bleiben und ein bisschen Takeout zu essen und Filme zu gucken. Und das war eigentlich auch ganz schön. Und heute bin ich wieder alleine und irgendwie fühlt es sich wieder seltsam an, weil ich weiß, dass ich jetzt wieder 2 Wochen hier komplett alleine bin. Aus irgendeinem Grund kann ich das einfach nicht mehr. Es ist wirklich ganz seltsam, weil ich habe ja davor, bevor ich ihn kennengelernt habe, auch und auch als wir zusammen waren, eigentlich die ganze Zeit alleine gelebt, mehrere Jahre jetzt. Und wir sind ja jetzt erst im letzten Jahr zusammengezogen. Aber ich weiß einfach, dass ich das viel lieber mag. Ich mag es, neben jemandem einzuschlafen. Ich mag es, zu wissen, dass jemand da ist zu Hause und ich nicht alleine bin. Naja. 2 Wochen, die werde ich wohl noch überleben. Ne? 2 Wochen, das schaffen wir. Und dann ist ja auch erstmal Weihnachten und ich werde komplett von Familie überladen. Und dann habe ich wahrscheinlich erstmal Bock, wieder allein zu sein. Mein Peppermint Bark ist jetzt fertig und wird einfach nur noch in kleine Stücken gebrochen. Das sieht sehr rustikal aus und dafür gibt es auch ein richtiges Rezept online, falls ihr das gerne nach Rezept machen wollt, nach Anleitungen. Ich mache ja immer alles nach Augenmaß. Theoretisch kann man da zum Beispiel auch diese Pfefferminzstangen, die man so finden kann, die hier in Deutschland tatsächlich sehr oft mit Erdbeergeschmack sind, zerbröseln und noch drüber streuen. Das sieht auch sehr, sehr elegant aus. Jetzt wollte ich aber erstmal ein bisschen kreativ werden, um wirklich richtig runterzukommen. Davor habe ich mir aber noch eine heiße Schokolade gemacht mit Lebkuchengeschmack. Ich habe da so eine Mischung von der Marke Coavach. Das ist Kakao mit Guarana und ein bisschen Lebkuchengewürz. Das Ganze kann man zu Hause also auch einfach nachmachen, indem man ein bisschen Lebkuchengewürz in seine heiße Schokolade mischt oder vielleicht auch einfach nur Zimt. Und dann habe ich einfach eine ganze Weile lang ein paar Postkarten gemalt, die ich dann zu Weihnachten an meine Liebsten verschenken werde.
Ich male am allerliebsten Aquarelle, also mit Wasserfarbe, weil ich finde, dass das eine sehr entspannte und einfache Art und Weise ist zu malen. Alles, was man dafür braucht, sind seine Farben, Pinsel, Papier und Wasser. Es ist nicht messy, man kann es überall mit hinnehmen, auch draußen ganz einfach malen, sich also in den Park setzen und einfach ein bisschen was malen. Und ich finde, es sieht immer sehr, sehr schön und natürlich aus. Ich weiß nicht, ich mag den Look einfach und ich finde es sehr, sehr entspannend. Ich hatte mir das irgendwie attraktiver vorgestellt. Anyways, als allererstes, bevor ich mich in meine wunderschöne Badewanne begebe, mache ich das Make-up ab, das ich den ganzen Tag lang getragen habe. Duh. Und dann geht's auch schon ins absolute Relaxing. Sagt mal, kennt ihr eigentlich noch diese kleinen Kügelchen? Die gab es früher bei meiner Oma im Bad immer. Und immer wenn ich bei ihr baden war, durfte ich eine dieser Kügelchen oder die kommen auch in verschiedenen Figuren mit in die Badewanne nehmen. Die lösen sich dann so auf und da ist, glaube ich, ein bisschen Badeöl einfach drin. Und jetzt habe ich mir so ein paar Bällchen geholt. Zwei davon und einen, zwar den hier, werde ich jetzt gleich schlachten in meiner Badewanne und mich wie ein kleines Kind bei Oma fühlen. Nur, dass ich jetzt Wein trinke. Meine Haut ist jetzt ganz schön eingeölt. Hier hinten am Rücken ist es tatsächlich sehr ölig gerade, aber es ist schön. Ich benutze in letzter Zeit immer so... Ich mache gleich hier ASMR. Ich benutze in letzter Zeit immer ganz gerne diese Peach and Hibiscus Hydrogel Eye Patches von Dear Boo. Ich denke mal, das ist Korean Beauty. Das ist so ein typisches Korean Beauty Produkt irgendwie. Lol, da steht auch drauf, Made in Korea. Ja, na dann haben wir es jetzt auch rausbekommen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich finde es irgendwie total logisch, dass man davon mehrere Pads in einem so großen Pack hat. Weil sonst gibt es die im Drogeriemarkt zum Beispiel hier überall nur so einzeln verkauft. Also da hast du immer dann zwei iPads in einem Plastikpack. Und das finde ich die totale Verschwendung. Erstens ist es sauteuer. Da kostet dann irgendwie zwei Eyepatches um die 3 Euro oder so. Und dann ist es immer wieder neu in Plastik eingepackt. Und ich finde diese Packung echt geil. Und dann hat man halt gleich viele und kann die immer mal wieder benutzen. Und es hält sich auch eine Weile, wenn man die nicht jeden Tag benutzt. Und selbst wenn man sie jeden Tag benutzt, ist es trotzdem besser. Ich bin jedenfalls überzeugt. Dieses Buch habe ich gestern erst im Buchladen gekauft. Solche Bücher lese ich immer ganz gerne, wenn ich emotional, mental gerade nicht so auf der Höhe bin. Und wenn man sich viel mit dem Thema Achtsamkeit und Mental Health beschäftigt, ist es oft so, dass man viele Dinge schon kennt. Dass man solche Bücher liest oder Podcasts hört und sich denkt, das habe ich alles schon 1000 Mal gehört. Aber genau das ist irgendwie wichtig, finde ich, sich die Dinge immer wieder zu Gemüte zu führen und sich in Erinnerung zu rufen, dass man etwas machen kann, dass man aktiv werden kann, um seine mentale Gesundheit zu verbessern. Und diesmal ist es aber, wie gesagt, auch ein Buch geworden, das sich ein bisschen eher mit einer speziellen Kultur beschäftigt. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was ich hier vielleicht Neues lernen werde, worum es gehen wird und mal sehen, ob ich am Ende mein Ikigai finde. Um
meinen weihnachtlichen Abend noch perfekt abzurunden, darf natürlich ein Weihnachtsessen nicht fehlen. Und das for one ist natürlich so eine Sache. Da ich hier keine große Weihnachtsgans braten kann und meine Klöße selber machen, habe ich mir einfach ein bisschen Kloßmasse geholt und mache da meine Brotstückchen rein, erwärme noch ein kleines bisschen Rotkohl und dann gibt es bei mir kein Fleisch, sondern diesmal ein veganes Mühlenschnitzel von der Rügenwalder Mühle dazu, das sehr, sehr lecker geschmeckt hat. Aber das kenne ich auch schon. Ich habe es schon 1000 Mal vorher gegessen. Und damit ist mein schöner weihnachtlicher Tag allein hier in Essen schon vorbeigegangen. Ich habe dann nichts mehr weitergemacht, außer Hallmark-Filme im deutschen TV zu gucken. Ja, ist natürlich nicht Premium-Entertainment, aber irgendwie doch. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es auch ganz geil. Ja, das war's auch schon. Danke, dass ihr diesmal wieder dabei gewesen seid. Abonniert auf jeden Fall den Kanal für weitere Videos dieser Art und auch ganz andere. Und wir sehen uns dann nächste Woche Montag wieder. Bleibt gesund, bleibt glücklich. Bye, bye.